Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads, Episode Nummer 18. Wir sind volljährig und wir dürfen uns alles erlauben und deswegen wird heute eine richtig geniale Episode. Zumindest hoffe ich das und ich hoffe genau dir da draußen geht es gut. Warte mal, das war irgendwie kopiert. So sollte das nicht rüberkommen. Allerdings hoffe ich trotzdem, dass es euch da draußen auf jeden Fall richtig gut geht heute an diesem wunderschönen Dienstag und dass ihr ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche hattet. Wenn es euch gefällt heute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich drüber freuen. 700 Likes für die 7 Minute Squads Nummer 18. Es wäre mir eine absolute Ehre und ein Vergnügen, dann diese Episode für euch produziert zu haben. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Videobeschreibung könnt ihr gerne auschecken. Da haben wir Links zu meinem Merchandise. Herrlich. MGT Army und so weiter und so fort. IG Vault 6% Rabatt auf FIFA Points, FIFA Coins, Microsoft Guthaben, PSN Guthaben. Mit dem Codemax Gaming TV. Lohnt sich also. Instagram, Twitter auch auschecken. Und jetzt öffnen wir direkt mal unsere drei Packs für diese Woche und gucken, ob das Ganze dann funktioniert oder ob das Ganze sich wieder aufgehangen hat. Hoffen wir es mal. Kein Walkout im ersten Pack. Vielleicht auch eine kleine Sternschnuppe. Ja, genau so ist es. Und es wird Izquierdo von Club Brügge. Das heißt, wir sind heute so ein bisschen linkslastig. Wer den Gag verstanden hat, schreibt mal Hashtag After La Vista in die Kommentare und macht am besten dieses Video aus. Mein Spaß. War jetzt nicht so berauschend. Vielleicht wird das zweite besser, aber sowieso konzentrieren wir uns ja eher auf das Doppelteam der Woche Leihspieler-Set. Auch hier wird es wieder nur eine kleine Sternschnuppe. Aber immer Mohamed Salah, damit kann man schon deutlich besser arbeiten. Ich denke mal, den können wir auf jeden Fall verwenden, je nachdem, was für Team of the Week Leihspieler kommen. Dazu Zurutuza, Schöpf und so weiter und so fort. Das geht also auf jeden Fall klar. Salah können wir auch definitiv mal verkaufen, beziehungsweise zumindest mal gucken, was der Wert ist. Nix. Dann können wir noch aus Prinzip mal abstoßen. Aber läuft. Und damit kommen wir zum wichtigen Set. Doppelteam der Woche. Leihset. Kein Walkout. Ich weiß gar nicht, ob einer drin ist im Team of the Week. Und es wird Ziyech. Das ist schwach. Also ich weiß, dass wir ein paar bessere Optionen haben als Ziyech. Aber okay. Dann halt Ziyech. Und Borriello wird nicht benutzt. Sondern halt eben Salah. Gut, ich würde sagen, 7 Minuten haben wir Zeit. Ihr kennt die Regeln. Wir haben die Gelegenheit, hier ein richtig gutes Team zu bauen. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir damit leben, dass wir auf den Positionen, die nicht besetzt sind und nicht noch links wasted besetzt sind, zu diesem Zeitpunkt einen Bronzespieler und Chemie stellen müssen. Dazu, wenn wir 3 Minuten vor Schluss fertig sind, bekommen wir dreimal die Möglichkeit zu wechseln. Bei 2 Minuten 2, bei 1 Minute eine Möglichkeit zu wechseln und bei 0 Minuten keine Möglichkeit. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall ranhalten und dieses Team im Idealfall relativ schnell fertig bauen. Ich bin gespannt. Starten in 3, 2, 1 und go. Und wenn ihr glaubt, dass wir das schaffen, dann schreibt jetzt mal Hashtag Salah in die Kommentare. Freue ich mich drauf. Und wenn ihr es nicht glaubt, schreibt Hashtag Borriello in die Kommentare. Bin ich mal gespannt, wie diese Tendenz aussah. Gut, ich weiß doch gar nicht, was ich machen will. Ich hätte vielleicht mal eine Formation aussuchen sollen. Na, klasse. Das am Anfang direkt mal verkackt, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir spielen 4-3-3 sowieso, weil Salah ist ja bekanntermaßen Flügelspieler. 4-3-4 ist, glaube ich, meine präferierte Variante hier. Und dann packen wir Ziyech ins linke zentrale Mittelfeld und dann packen wir auf die 10, auf dem rechten Flügel auf jeden Fall den Kollegen Mohamed Salah, den Ägypter von Rom. Und ich glaube, mit Rom machen wir auch mal gleich weiter. Ich weiß nur noch nicht, mit welchem, aber ich denke mal, dass Nainggolan da meine Wahl werden wird. Das ist zumindest eine gute Option. Nainggolan, nicht spezial. Zack. Auf die, der ist immer noch so teuer, auf die Beobachtungsliste. Und dann machen wir weiter. Und zwar mit Kevin Strootman. Wir brauchen nämlich Nainggolan gar nicht. Ist mir gerade eingefallen, weil Ziyech spielt ja in der, obwohl gibt es einen Marokkaner, ja es gibt El Kadouri in der Calcio. Tarab spielt ja leider nicht mehr da, er hat auch noch nie da gespielt, doch, bei Milan hat er mal gespielt. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Achso, ja genau, weil der spielt in der Eredivisie und da gibt es logischerweise dann viele Spieler aus Holland. Dementsprechend können wir mit Strootman, denke ich, arbeiten, aber wir können auch theoretisch, nee, Kadouri nehmen wir nicht. Dann arbeiten wir lieber mit Strootman und packen da einen Zehner hin. Und zwar aus der Eredivisie. Im Idealfall halt eben, wenn es einen Belgier gäbe, wäre es noch besser. Aber im Idealfall eben aus den Niederlanden. Schauen wir mal nach, ob es was Belgisches gibt. Gibt es sogar. Und zwar Sanusi. Der sieht aber nicht so nice aus. Deswegen nehmen wir da den Niederländer und schauen, was wir damit machen können. Oder wen wir da vor allem nehmen können. 7 De Jong. War ja, ist ein cooler Spieler. Keut, Klaasen. Klaasen wäre auf jeden Fall eine Option. Sinkgraven haben wir hier noch. Van Overem. Ich weiß gar nicht, wie das mit Tony Villenya ist. Ob der, oder ob der überhaupt da spielt momentan. Bin mir nicht sicher. Wir gucken nochmal kurz nach ZMs. Prepper haben wir da noch. Van Ginkel haben wir da noch. Basoe haben wir da noch an sich.
Und hier haben wir Tony Villena und der hat keine Forster-Skills mehr. Das heißt, er ist sowieso raus. Okay, dann nehmen wir irgendeinen Zehner. Und schauen mal, was wir daraus dann zaubern können im Endeffekt. Dirk Kuyt oder Siem de Jong oder Klaasen. Wir nehmen Klaasen. So, weiter geht's. Wir brauchen Stürmer aus der... wir brauchen keinen Stürmer aus der Eredivisie. Wir brauchen Stürmer aus den Niederlanden theoretisch. Aber da müssen wir erstmal schauen, ob wir das irgendwie noch mit Ziyech hinbekommen. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein im Idealfall. Der spielt ja sogar bei Ajax. Warte mal. Das heißt, wir sind ja schon fertig. In der Hinsicht. Das heißt, wir nehmen jetzt einen Linksverteidiger aus Marokko. Dann brauchen wir aber passenderweise dazu auch einen Innenverteidiger aus Marokko aus der gleichen Liga. Und das wird ein bisschen schwierig, weil der einzige Linksverteidiger, der mir spontan einfällt, spielt in der zweiten englischen Liga. Und da gibt es keinen... Ja, das war super. Da gibt es keinen Innenverteidiger. Das wäre nämlich Lazar gewesen von Newcastle. Schauen wir mal nach, ob wir was anderes haben. Herreras von den Hearts of Midlothian. Ansonsten sieht das schlecht aus. Das heißt, wahrscheinlich können wir die Option schon mal streichen. Das scheint in der Tat so zu sein. Gut, wie machen wir dann weiter? Das ist die große Frage. Ich denke mal, dann gehen wir auf einen Linksverteidiger aus der Eredivisie. Und einen Innenverteidiger passend dazu. Und zwar im Idealfall einen, der eine andere Nation hat als Niederlande, damit wir da ein bisschen weiterkommen. Easy Madmirin wäre eine Möglichkeit. Kaschia. An sich auch, aber Botegin ist mir ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Aber dummerweise haben wir schon fast keine anderen Optionen. Doch, Moreno. Und den habe ich gedacht. Jetzt brauchen wir einen Linksverteidiger von PSV oder einen Mexikaner, den es aber wahrscheinlich nicht geben wird. Terence Kongolo haben wir hier. Hat PSV, Willems. Ne? Gut. Damit haben wir normalerweise kein Problem. Auch wenn wir dann wieder bei Niederlanden sind, aber das ist okay. Obwohl Paulsen, guck mal, dann sind wir noch links. Dann sind wir noch eine Nation mehr, aber für den Notfall nehmen wir mal Willems auf Beobachtungsliste. Nur 81 Tempo, der ist ja langsam geworden. Was ist denn da los? Naja, okay, alles klar. Können wir weitermachen mit Mexiko. Allerdings müssen wir da mal überlegen, wie wir das Ganze gerade gleich verlinken. Weil Innenverteidiger aus Mexiko, ich weiß noch nicht, ob das so gut funktioniert, weil wir brauchen einen Rechtsverteidiger aus Mexiko, der in der Serie A spielt. Und das sollten wir erstmal nachgucken, bevor wir hier irgendwas weitermachen. Die Problematik hätten wir beispielsweise bei Easy Madmirin nicht. Weil einen Franzosen gibt es mit Konko auf jeden Fall. So. Und Rechtsverteidiger aus Mexiko gibt es dummerweise nur in Mexiko. Das ist natürlich absolut optimal. Was im Endeffekt heißt, wir nehmen nicht Moreno, sondern Easy Madmirin, was aber den Linksverteidiger zumindest schon mal nicht ändert. Von daher ist das nicht so schlimm, auch wenn er natürlich ein bisschen schlechter ist von den Werten her als Moreno. Aber das macht nichts. So, brauchen wir jetzt französischen Innenverteidiger. Und da weiß ich schon, wen ich nehme. Und zwar Raphael Varane. Nee, nehme ich nicht. Das ist mir zu langweilig. Das wird auf Dauer echt. Also ich weiß nicht. Habe ich schon so oft genommen. Jetzt Sakho, Laporte, Umtiti, Kolo Dietschak. Hatte ich glaube die letzte Episode, ne? Varane, Koscielny nehmen wir. Wir nehmen Koscielny und dazu packen wir ins Tor dann Petr Cech. Dann haben wir da zumindest mal ein bisschen Solidarität reinbekommen oder Solidität oder Solizität oder ich weiß es nicht. Rechtsverteidiger wird Abdoulaye Konko. Sollte auch alles kein Problem sein. Von Atalanta Bergamo. Und dann brauchen wir noch einen Perfect Link zwischen linkem Flügel und Stürmer. Und da gucke ich mal ganz kurz in meinen Verein lieber rein. Weil da habe ich genug Spieler rumkreuchen und fleuchen, als dass ich jetzt hier nochmal mich um Kopf und Kragen suche. Ich sollte aber eher bei den linken Flügelspielern suchen, weil die sind härter zu finden. Insigne, nee, das geht nicht. Martial, das geht auch nicht. Coman, das geht auch nicht. Wobei Bundesliga würde gehen, aber Coman hat keinen Perfect Link, so spontan mal eben. Philippe Anderson, Musonda, Brümer, Elia, Lenz, das sind alles Niederländer. Maxwell Cornet, ist ein Franzose, haben wir schon. Matthias, weiß ich nicht. Das gefällt mir jetzt gerade nicht. Linkes Mittelfeld, was haben wir da noch so? Pedro, Schürrle hat auch keinen wirklich tollen Perfect Link. Wijnaldum, Tepp hat auch keinen. Johnson hat keinen. Irgendwie gefällt mir das nicht. Gefällt mir ehrlich gesagt sogar gar nicht. Was haben wir denn für Stürmer in der Bundesliga? Ha, Zeit ist um. Na, klasse. Ich bin gleich wieder da. 7 Nationen und 4 Ligen.
Wir haben Kade Webe wieder vorne drin, unseren simbabwanischen Superstar, der ja bereits einmal getroffen hat in den 7-Minute-Squads und eine Vorlage gemacht hat. Und dann links haben wir Amano. 3 Stände Skills, 3 Stände Weak Foot, 73 Tempo. Deswegen steht er da. Und weil es der einzige linke Flügel ist aus Bronze-Ratings, den ich habe. Wir suchen Gegner und schauen mal, was wir damit ausrichten können. Gegner gefunden, er hat Weihnachtstrikots und er hat ein Premier League-Team. Überraschung, Überraschung, Budland. Budland gegen Kade Webe. Das wird natürlich ein interessantes Duell. Smalling, Mustafi, Sanja, Short, Chan, Dalana, Pereira, Mané, Gray und Payet. Und Klopp. Oh, ich dachte, das wäre Elfmeter, aber es gibt einen Freistoß und ich glaube, Ziyech kann die. Allerdings eine dumme Position für einen Linksfuß. Er hat 88 Freistoßpräzision und nur einen linken Fuß übrigens. Und der einzige andere Schütze, den wir haben, ist auch Strohmann und der ist auch Linksfuß. Das heißt, wir müssen es mit Ziyech machen, mal sehen, wie das klappt. Sehr gut, aber Budland ist da. Natürlich ist Budland da. War aber auch nicht platziert genug. Oh, KD wäre, wäre fast gewesen. Heißt übrigens KD wäre und nicht KD Webe. Ziyech mit der Ecke und da steht Klaasen. Schade, aber es ist noch heiß, das Ding. Legen wir nochmal ab auf Ziyech, der wie gesagt nur einen linken Fuß hat. Und KD wäre, ah, der ist stark. Entspannte Situation beim Freistoß. Meine Batterien sind leer. Richtig gut. Das heißt, erstmal die Batterien wechseln. Hoffen, dass ich in der Zeit kein Gegentor bekomme. Hoffe, dass Koscielny den Freistoß halbwegs vernünftig schlägt, tritt, wie auch immer. Und jetzt kann ich wieder steuern. Ich hätte gerne aus dem Freistoß irgendwie kapituliert, aber leider Gottes ging das nicht. Oh, KD wäre. Er ist eine Legende, KD wäre. Er hat wieder zugeschlagen. Es ist unglaublich, was der drauf hat. Und wir führen. Und der Kerl ist einfach genial. Ziyech, 2:0. Viel zu einfach. Und das, obwohl ich einhändig gespielt habe und eine Sprachnachricht gemacht habe. So einfach kann das gehen. Ich bin begeistert. Boah, alter Schwede, das war mal eine knappe Situation und jetzt kommt Amano. Nicht Asano, nicht der Stuttgarter, nicht der von Arsenal, sondern Amano. Der ist viel besser, das sieht man nämlich hier, weil er an Bellerin vorbeigeht, weil er an allen vorbeigeht. Amano! Das ist ja der Wahnsinn! Alter Lachs, was ein geiles Tor. Kevin Strootman, oh wei. Wäre das ein schönes Tor gewesen? Versuch Nummer 2 vielleicht? Nee, aber da ist ja KD Wehre. Keine Sorge. Da ist nämlich auch Hakim Ziyech. Ziyech aus dem Riss. Schade. Fall ich nicht. Aber okay. Warte. Freunde. KD Wehre. Ich spiele hier einhändig. Mache eine Sprachnachricht. Beste Grüße an Yannick. Und KD Wehre mit dem Trickschuss. Budland scheiße. Salah Tor. Also langsam würde ich quitten an seiner Stelle. Freunde der Nacht, das war eine Demonstration von Macht. Amano mit einer 9,4, Ziyech mit einer 9,5 und KD Wehre mit einem Tor und einer Vorlage eigentlich mit einer 8,9. Ganz, ganz starke Episode mit einem eigentlich nicht so starken Team. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich denke mal, dafür verdienen wir uns auf jeden Fall 700 Likes. Würde mich drüber freuen. Vergesst nicht, diesen Kanal hier kostenlos zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde mich drüber freuen. Und natürlich könnt ihr auch allgemein das Ganze hier in der Endcard abchecken. Das heißt, meinen anderen Merchandise beispielsweise, die anderen Videos, die Playlist der 7-Minute-Squads und so weiter und so fort. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.